Oh, hey, Grievi. Da kommt man anscheinend nicht durch. Okay, woher weißt du das schon? Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu kommen. Da drin ist es bloß ein klitzekleines bisschen dunkel. Huch. Halt mal kurz still. Was macht er jetzt? Geh weg. Don't do it. Dein Haar hat so geglitzert. Guck mal, das hatte sich darin verfangen. Ich hatte einen Beleber in meinen Haaren. Was? Nee. Was? Noch mehr? Gib mir doch gleich 20. Wer weiß. Vielleicht helfen sie dir ja in der nächsten Arena aus der Patsche. Das glaube ich kaum. Oh, sind das etwa Bootstickets, die du da hast? Ich will ihm keins geben. Ich möchte beide behalten. Vielleicht will ich ja zweimal damit fahren. Ja, komm hier. Hast ein Bootsticket. Oh, du bist auch wirklich sicher, dass dieses Ticket nicht brauchst. Dass du dieses Ticket, ne? Bei mir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verfallen. Versprochen. Aber sag mal, wo hast du diese Tickets überhaupt her? Hi. Nani? Nani? Im Ernst? Du hast sie von diesem sprechenden Pokémon bekommen. Ah, verstehe. Das war eine Möglichkeit außer ein Mensch. Mann, ist mir das peinlich. Lass uns diese Geschichte bitte schnell wieder vergessen. Also gut. Ich gehe schon mal vor. Bis dann. Arigato. Dumm. Ist der kompliziert, der Dude. Und voll anstrengend zu sprechen. Unterführung, hier geht's nach Azuria City. Nach Azuria City, hier steht ein dicker Man. Hallo, dicker Man. Mein Pokémon ist so schlau. Wenn ich es auf der Schulter trage und ein Item in der Nähe ist, wackelt es mit dem Schwanz. Oh wow, und das sagst du mir genau jetzt, wo wir ja schon bereits wissen, dass in dieser Unterführung tolle Items auf uns warten. Unsichtbare wohlgemerkt. Aber gut, wir werden unser Bestes geben. Ich will das mal mit dem Schwanz wackeln sehen. Ich muss jetzt hier alles durchklicken, ne? Kann das sein? Wo sehe ich denn, wann das mit dem Schwanz wackelt? Wackeli, wackeli. Du findest eine Sprühdose Schutz. Na, 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 versteckte Items. Ich laufe einmal hier entlang. Da ist ja wirklich was. Lul. Lul. Das war ein bisschen lucky. Da ist noch ein... Ja, da ist ein Item. Hier ist auch noch ein Item. Hier sind überall Items. Alles mitnehmen hier. Zack, 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 die Bohne. Ich mach mal schnell durch, ne? Ich spare mich. So, Leute, ihr glaubt nicht, wie das Gedudel jetzt in meinem Kopf ist mit dem. So. Danke, dass du mir nochmal erzählst, dass es hier offenbar versteckte Items gibt. Das ist mir wohl bewusst. Ich habe gerade etliche gefunden. Unter anderem übrigens auch die Prachtfeder. Und da wollte ich doch mal wissen, was macht denn diese Prachtfeder eigentlich genau? Prachtfeder. Eine ganz normale Feder, die rein gar nichts bewirkt. Das Mysterium ist gelöst. Eine Prachtfeder, die nichts tut. Okay, dankeschön. Toll, dass ich mir extra die Mühe gemacht habe. So, da gibt es offenbar ein Item. Lalalala. Schön, das nehmen wir gerne mit. So, ich habe gerade Pokémon gehört, kann es sein? Noch ein Fukano. Wollen wir das noch fangen? Wollen wir noch ein Fukano fangen? Brauchen wir noch ein Fukano? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man kann nie genug Fukanos haben. Fukanos sind süß. So, Fukano, ab in den Pokéball mit dir. Und bitte bleib auch gleich drin. Das wäre herzallerliebst. Die Zuschauer würden sich sehr freuen, Fukano. Würdest du jetzt bitte drin bleiben? Drei. Oh. Happy Times. 119 EP. Och, Mensch, Myrapla wäre fast aufgelevelt. Nur ein wenig gefehlt. So, Fukano kennen wir ja schon, da müssen wir keinen Text mehr vorlesen. Aber wir haben jetzt hier auf dieser Route einige Trainer. Unter anderem diesen Gentleman da drüben.
Ich weiß noch nicht, welches Pokémon er einsetzen wird. Aber wollen wir mal mit ihm sprechen? Ich zeig dir jetzt mal, wie ein echter Gentleman kämpft. Mach das mal. Da ist er. Der Gentleman Winter Winchester. Oh, hello, Sir Winchester from Tackleberry. It's so nice to meet you. Er hat einen Evoli. Hui, Riegel. Hätte ich vielleicht doch mal Mankey einsetzen sollen. Ah, ich habe die ganze Zeit überlegt. Mankey, Glutexo, was nehmen wir? Aber ich glaube, Glutexo ist keine schlechte Wahl. Übrigens, TMs sind doch hier in dieser Generation vielfältig verwendbar, ne? Dann würde ich nämlich unserem Glutexo Schaufler beibringen. Das können wir ja zur Not auch wieder verlernen. Denn ich glaube, Glutexo hat so seine Schwierigkeiten mit Blut. Nur und nur Blut. Kann das Evoli mal bitte aufhören, meinem Glutexo so weh zu tun? Das ist nicht nett. Aber ich sehe gerade auch, es ist Level 16. Er setzt... Vor allem, weißt du, Top-Genesung. Der ist so reich, weißt du? Das sind so Leute, keine Ahnung, die gehen in Moskau in den teuersten Supermarkt und kaufen dort Orangensaft für 18 Euro der Liter. Und sagen sich, ach, na ja, wenn das halt der Preis hier ist, ne, dann muss ich das halt wohl so kaufen. Das ist Bullshit. Bullshit, sag ich. Evoli, hör bitte auf jetzt. Bitte. Muss ich jetzt wirklich das Pokémon wechseln? Ich muss jetzt wirklich das Pokémon wechseln. Du kannst da auch einen Trank nehmen. Ich nehme aber keine Tränke. Wenn, dann vielleicht bei der Top 4, wenn es unbedingt sein muss. Aber doch nicht bei so einem Käse hier. Dann verkaufe ich lieber die Tränke, die man so findet, und hab dann wenigstens Geld. Alter, wie viel Damage das Evoli macht? Ist jetzt gut, Mann. Hier. Schluck einen Karateschlag. Alter. Das macht echt Betrieb. Ist auch Level 16, ne? Das ist halt, die Levelgrenze ist nicht mehr so stark gegeben. Glutexo hat immerhin 103 bekommen. Schön. Oh, das gibt's doch nicht. So ein Scheibenkleister. Nicer Dicer, Wafflebeißer, Scheibenkleister, sage ich da nur, Leute. Guckt euch an hier. That's the Winchester from Tackleberry. Jetzt habe ich doch glatt die Fassung verloren. Du bist ziemlich stark. Ach ne, wir hatten ja den anderen Akzent, ne? Wir hatten ja so einen. Stimmt, du bist ziemlich stark. Ja, Mr. Winchester from Tackleberry. Ja, toll. Was soll ich jetzt machen? Das war knapp. Anton. Anton bringt übrigens viele EP, habe ich festgestellt. Anton. Ja, warum fängst du das dann jetzt nochmal, wenn du es schon hast? Und warum mit Fabelhaft? Warum willst du um den überleveln? Was ist dein Problem? Ja, will ich. Ja, will ich. Ich will überleveln. Ich will 2-3 Levelchen immer drüber sein, ne? 2, 3, 4, 5. Auch mal 8. 162 EP. So. Pikachu Level 21. Mirapla Level 20. Nidoran. Nidorino Level 20. Warum sage ich immer Nidoran statt Nidorino? Oh, Donnerblitz. Superb, superb. Tolle Attacke. Finde ich ganz toll. Liebe Freunde, ich weiß, dass Pikachus Signature Move Donnershock ist. Aber der Donnerblitz, ne? Können wir hier mal bitte vergleichen? Macht 90 Schaden. Und der Donnershock nur 40. Es ist also das gleiche in Grün, nur stärker. Und deswegen habe ich immer gesagt: eine tolle Elektroattacke, dann Donnershock, also dann Donnerblitz für Donnershock. Und dann halt noch irgendwie was anderes Geiles. Wobei ich sagen muss, bei Pikachu wird sicherlich noch Donner dazukommen, denn den Britzelturbo will ich behalten. Und dann müssen wir uns mal noch irgendwas einfallen lassen, was es stattdessen vielleicht lernen kann. Also, Donnerschock, raus damit. Braucht man nicht. Tschüss. Der Donnerblitz ist doch viel geiler. Mal ohne Scherz. Mirapla, was gibt's denn bei dir Schönes? Nix. Und bei Nidorino, bei dir irgendwas? Nö, auch nicht. Die sind wunschlos glücklich. Und ich habe Enton jetzt. Toll. Noch ein Enton. Ich weiß gar nicht, ob meine Box langsam voll ist oder so. So, ich muss langsam aufpassen. Ich will nämlich nicht noch gegen irgendeinen Trainer kämpfen hier. Da gibt es noch ein Item. Ein Paraheiler. Den werden wir definitiv mal verwenden. Sicherlich. Aber da muss ich wiederum sagen, das ist ganz cool. Denn, Achtung, Spoiler Alert, die dritte Arena benutzt ja Elektro-Pokémon. Und da kann es ja häufiger passieren, dass deine Pokémon paralysiert werden. Und das Spiel sagt, okay, komm hier. Dann hast du die Möglichkeit, schon mal einen Paraheiler zu sammeln. Und ich glaube... Haben wir schon einen Pummeluff?
Haben wir schon ein Pummeluff? Jigglypuff! Ein winziges. Nö. Nö. Komm wieder her. Wow. Okay. Tut mir leid. Ich hab's versemmelt. Vielleicht bricht's ja eh aus bei unserem Glück. Nö. Es bleibt direkt drin. Da wünscht man sich mal, dass es ausbricht, ne? Und dann wird da nichts draus. Und es... Ah! Ich wollte doch lesen. Da stand irgendwas Schönes. Wir haben irgendwas Schönes bekommen, aber ich weiß nicht was. 281 Erfahrungspunkte, meine Damen und Herren. 281. Und drei Pokémon-Level auf. Ludexo, Menki und Carpador. Das gefällt mir. Finde ich gut. Finde ich gut. Möchte Menki was erlernen? Nein? Da fällt mir ein, es ist neu. Pummeluff, das Ballon-Pokémon. Ich habe schon wieder zu schnell geklickt. Sorry. Okay. Beutel. TM-Box. Schaufler. Pikachu kann auch Schaufler? Das wusste ich gar nicht. Oh. Menki auch. Wir bringen es erstmal Glutexo bei. Und wir ersetzen den Silberblick. Die Heuler kann das noch. Ja, Heuler. Ich komme. Ja, Heuler. 1, 2, 3 und schwupp. Glutexo hat Heuler vergessen und Schaufler lernt. Yes, nice. So, jetzt theoretisch könnten wir das auch Menki beibringen. Das wäre vielleicht sogar echt cool. Was hatte das denn noch so? Energiefokus oder Silberblick? Also der Energiefokus jetzt mal ohne Flachs und Krümel. Weg damit. Da bringen wir doch lieber mal eine schöne Bodenattacke bei. Die wird nämlich in der Arena noch wichtig werden gegen Elektro-Pokémon. Deswegen, das wird spannend. Auch Nidorino, theoretisch könnte man das beibringen. Mache ich vielleicht später mal. Und jetzt müssen wir ganz dringend unser Glutexo aus der Schussbahn nehmen. Und leveln. Wir könnten Carpador mal direkt leveln. Wie wäre es denn damit? Ist ein bisschen riskant, aber ich sag mal, bei so einem schönen Doppelkampf bietet sich das doch an, oder nicht? Du willst gegen mich kämpfen? Na gut, ich erfülle dir deinen Wunsch. Es ist kein Doppelkampf. Es ist kein Doppelkampf. Leute, warum enttäuscht ihr mich? Gibt es das nur bei Team Rocket oder was? Das ist gemein. Glumanda? Ich habe noch kein Wasser-Pokémon. Deswegen, also Gyarados ist eigentlich ein Muss fürs Team. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. Was nehmen wir mit? Was lassen wir da zu Hause? Ja. Wir könnten ja mal unseren neuen Donnerblitz ausprobieren. Alter. Das tut halt schon weh, ne? Schon beim Hingucken. Das ist schon traurig. Das ist schon echt fies. Die Leonie. Irgendwie läuft bei mir immer alles schief. Zwei super Bälle bekommen wir. Vielen Dank, Leonie. Uns tut mir sehr leid. So, jetzt kommt der nächste bestimmt gleich im selben Atemzug. Nein. 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 Ja, cool. Da ist wieder unsere Officer Rocky mit ihrem Shiggy. Die haben sich bisher runter verkrümelt. Ich weiß gar nicht, ob das im Original auch so war. Also, sie war ja dann weg, nachdem man den Orden hatte. Aber wohin sie gegangen ist, wusste man nicht. Und hier finde ich es dann ganz cool, wenn das denn neu ist, dass sie dem Shiggy hinterher rennt und man dann praktisch sieht, okay, bis nach Orania City ist sie gekommen. Und dort passiert dann was Schönes. So, wir sind im Pokémon Center, deswegen Scharniere! Und wir quatschen, was gibt's Neues? Kollege, Pokémon mit hohem Level sind stark, daran ist nicht zu rütteln, aber selbst Pokémon mit hohem Level unterliegen Typennachteilen. Das ist allerdings wahr. Ein unbesiegbares Pokémon, das gegen alles gefeit ist, gibt es nicht. Doch, das ist Arceus, der Gott. So, als mein Pokémon einmal vergiftet wurde, hat es sich selbst vom Gift befreit, weil es nicht wollte, dass ich mir Sorgen mache. Es muss mich wirklich sehr gern haben. Warte mal, nochmal, was? Wie geht denn das? Wenn ich mir Sorgen mache, kann mein Pokémon nicht mehr vergiftet sein. Hä? Was ist ja wie, wenn ich jetzt krank werde und meine Familienangehörigen sagen, oh Gott, nein. Oh Gott, hoffentlich ist es nichts Ernstes. Und dann, ich bin wieder gesund. Das funktioniert so nicht. Pokémon können unterschiedlich stark sein, selbst wenn sie beide den gleichen Level haben. Offenbar kann man schwachen Pokémon aber auch Bonbons geben, um sie stärker zu machen. Das ist wohl wahr. Willst du deinen Kleinstein gegen meinen Kleinstein tauschen? Oh, das... Oh, ach, nee, ja, jetzt nicht unbedingt so, wie schade. Vielleicht später mal. Vielleicht machen wir das wirklich mal. Da haben wir so ein paar andere Trainer, andere Pokémon. Das ist bestimmt ein Alola-Kleinstein. Das wäre natürlich cool.
So, Samurai, ohne Chino hast du gesehen, die MS Anne liegt gerade im Hafen vor Anker, das ist toll. Hallo. Ich habe vor kurzem mein Shiki gefangen, aber dieses Pokémon stellt nur Unfug an. Ich würde es gerne mit einem talentierten Trainer anvertrauen. Ich würde es gerne einem talentierten Trainer anvertrauen. Ah, du hast also bisher 71 Pokémon gefangen. Du hast mir dein Talent als Trainer ausreichend bewiesen. Ich glaube, du solltest diesen kleinen Störenfried sehen können. Würdest du dich um mein Shiki kümmern? Aber natürlich. Das meinte ich. Wir bekommen natürlich das Shiki. Logisch. Ist ja völlig überfordert damit. Und jetzt haben wir auch den neuen Eintrag für Shiki. Shiki, das Mini-Kröten-Pokémon. Es greift seine Beute aus dem Wasser heraus mit einem Wasserstrahl an. Bei Gefahr zieht es sich in seinen Panzer zurück. Süß. Sehr süß. Und wir können ja mal gucken, was wir da jetzt für ein tolles Shiki haben. Ja, shiny. Das wäre natürlich schon geil. Level 16 ist es sogar. Hui. Hui. Es ist scheu. Das heißt, Initiative steigt, Angriff sinkt. Ja, ich sag mal, Spezialangriff ist natürlich beim Wasser-Pokémon ohnehin wichtiger. Aber so ein Shiki, wir brauchen es jetzt ja eh nicht. Wir haben unser Gyarados. Gyarados ist cooler. Auch wenn es sieht süß aus. Ich gebe offen zu. So, Orania City, meine Freunde. Normalerweise könnte man hier, glaube ich, eine Angel bekommen. Aber man kann hier, glaube ich, gar nicht angeln. So, der Besitzer des Hauses ist nicht da, also mache ich daraus einfach einen anderen Ort. Ne, das ist ja auch, das ist ja nett. So gehört sich das ja. Mit einem Superball ist es viel leichter, ein Pokémon zu fangen, als mit einem Pokéball. Aber leider ist auch ein Superball noch keine Garantie dafür, dass der Fang gelingt. Stimmt, dafür bräuchtest du einen Meisterball. So, die quatschen, ich gehe einfach mal rein. Ich störe die einfach mitten im Gespräch. Grüße, hallo! Wenn der Ring grün ist, dann ist das Pokémon leicht zu fangen. Gelb bedeutet, dass ich der Fang etwas schwieriger gestalte. Und bei Rot, tja, bei Rot sehe ich schwarz. Voller lustiger Witz. Mein Geheimtipp fürs Werfen von Pokébällen, warten, bis der Ring so klein wie möglich ist und ziele dann genau in die Mitte. Naja, aber dann wird's ja wieder groß, bis der dann mal da ist. Ich habe einem wilden Pokémon eine Nanabeere gegeben. Und wohl ruhiger. Wow. Das sind alles Tipps, die haben wir zum Teil schon gehört in diesem Spiel. Und die sind jetzt auch nicht wirklich neu. Orania City, eine Hafenstadt in Abendbrot. So, hier war doch genau, wir hatten Typ. Hey, das war früher noch ein richtiger, kräftiger Kerl. Ich bin Grundbesitzer. Alles hier in diesem viereckigen Bereich gehört mir. Ich möchte hier bauen und lasse mein Pokémon deshalb den Boden für mich ebnen. War das nicht früher ein Jungscher? Der hatte doch der hat, glaube ich, sogar einen Machok und nicht nur einen Macholo. Glaube ich. Aber der wollte damals auch schon hier was bauen. Wenn ich draußen Sport mache, bin ich immer verschwitzt und dreckig. Fast schon schleimig? Wusste, dass Slimer kommt aus dem Schlamm im Meer. Ich wusste, dass es aus echtem Schlamm entstand. Ich dachte, das wäre radioaktiver Schlamm gewesen. Aber gut, egal. Sei es drum. Hier, das ist doch mal ein Body hier. Wir schauen uns Zeit, Farbe zu bekennen. Ja, ja! Das Hunde-Pokémon Vulcano oder Mauzi? Das Katzen-Pokémon, welches ist dein Favorit? Natürlich Vulcano. Moment, du musst gar nichts sagen. Ich sehe die Antwort schon hier an. Verzeih mal eine überflüssige Frage. Wenn du mir zeigst, dass du 5 Exemplare des Hunde-Pokémon Vulcano gefangen hast, schenke ich dir ein unvergleichliches Pokémon, das dich auf seinem Rücken reiten lässt. Leute, ihr wisst also, ich werde nicht nur nach Abras Ausschau halten, sondern natürlich auch noch ein paar Vulcanos fangen. So, und du, Kleiner, du findest es auch geil, Pokémon so ein bisschen zu quälen, ne? Ich ruf gleich mal die Peter an, mein Freund. Einfach so ein Wasser-Pokémon hier auf dem Boden rumplatschen lassen, ohne Wasser. Sag mal, dem müsst du manchmal hinter die Löffel eine geben. Du hast doch keine Meister hier, oder was? Entschuldigung. Manchmal ist es komisch, aber wenn es um Tierquälerei geht, Leute. Also, da gibt's keine Rede. Ich habe gehört, dass manche Pokémon ihren Trainer lieber tragen, als neben ihm herzulaufen. Wie cool muss das sein, wenn man auf seinen Pokémon fliegen oder sogar übers Wasser flitzen kann? Ja, wenn er dein Kavalo weiter so behandelst, dann flitzt du bald übers Wasser. Und zwar mit deinem Gesicht zuerst. So, mein Freund. Was haben wir denn hier? Pokémon Fanclub. Oh, Kicker, wie ein dicker Mann. Schau mal, hat mein Pikachu nicht einen niedlichen Schweif? Ja, vor allem ist es männlich. Und kein weibliches wie meins. Aber die Puppen sind süß. Die Puppen sind echt süß. Ja, natürlich ein Galopper. Mein niedliches Galopper. Ich glaube, das war damals schon so. Ich und meine geliebten Pokémon. Oh, das ist aber ein schönes. Das ist ein schönes Foto. Also, wer das geschossen hat, Respekt. Wenn dir jemand etwas vorschwärmt, dann schwärme 10-mal so schwärmerisch zurück. Okay.
Unser Vorsitzender redet ununterbrochen über Pokémon. Ich liebe meinen Jurob. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Wie denn so hier? Vor dir sitzt der Vorsitzende Vorsitz des Pokémon-Vorsitzclubs. Mehr als 100 Vorsitzende habe ich bereits gefangen und kein Ende in Sicht. Wenn es um Vorsitzende geht, kann ich quasseln wie ein Wasserfall. Also bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu Vorsitzende zu erfahren? Ja, sehr schön, los geht's. Also, mein Vorsitzender Scalappa ist mein absoluter Liebling. Es ist so unfassbar süß, klug und bla bla. Sein Fell ist so glatt und majestätisch und bla bla. Das siehst du doch genau so, oder? Du musst nichts sagen, ich verstehe schon, es ist so bla bla. Selbst wenn du schläfst, es ist ganz einfach wunderschön. Ich liebe es. Es ist. Ach, die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Danke, dass du. Warte, mega nice, Mann. Wir haben ein Geschenk gekriegt. Dafür, dass wir uns so lustig über den alten Mann gemacht haben und seine Leidenschaft. Dafür haben wir ein Geschenk gekriegt. Damit kannst du dich an den Stil deines Partners gucken. Okay. Ja, dann gucken wir uns das doch mal schnell an hier. Pokémon-Beutel, Klamottenkoffer, Outfit für Pikachu Whale, Kopfbedeckung, ist da nur die, hä? Kleidung. Ja, aber, das will ich doch gar nicht. Ich will doch, dass es normal rumrennt, das ist doch kein Hund. Wobei, selbst bei einem Hund würde ich es ja nicht machen wollen. Nein, jetzt hat's noch die Kappe. Ablegen. So. Das ist schon besser. Leute, das war's jetzt erstmal mit dieser Folge hier. Mit diesem kleinen Run. Ich gehe jetzt ein bisschen Fukano und Abras fangen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's wahrscheinlich schon aufs Bötchen. Denn hier gibt's ein Boot, die MS Anne. Da müssen wir hin. Und das ebnet dann schon auf vielen Dingen den Weg für den weiteren Spielverlauf. Dankeschön fürs Zuschauen, wie immer natürlich. Positiv bewerten, wenn es euch gefällt. Tipps und Tricks, Ideen, Vorschläge, her damit in die Kommentare. Und natürlich bitte, bitte teilen, den Freunden Bescheid geben. Ich möchte gerne, dass dieses Let's Play gesehen wird. Ich wünsche euch nur das Beste, macht's gut und bis dahin. Euer GigaGreevy. Ciao, ciao.